Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs und heute bin ich eigentlich und da bei Flo und Flo von Die Hirschen. Aber das ist nicht die ganze Besetzung von den Hirschen, oder? Ich glaube, Flo, du bist der Gründungsmitglied, kannst du mir ein wenig so erklären? Zu der Frage mag ich nichts sagen. Alex, erst einmal sakrischen Dank, dass du gekommen bist. Freut uns wahnsinnig. Ja, wir sind jetzt in der kleinen Besetzung, weil wenn wir mir zu zweit spielen, dann spielen wir auch bayerisch. In der großen Besetzung sind wir wirklich partybandmäßig unterwegs. Mhm. Und da, wenn nichts brennt und Pyrotechnik umeinander fliegt, dann rührt sich da nichts. Ja. Und deswegen heute stellvertretend für die Hirschen. Zu zweit. Geht natürlich an die ganze Partyband auch schöner Grüße aus, nicht? Ich schaue das Video auch, gell, die anderen. Du hast gesagt, Partyband, welche Besetzung habt ihr denn da, die Hirschen? Also wir sind eine fünfköpfige Partyband. Besetzung ist steirische, der Flo, Bass mache ich. Und dann haben wir unser Lisa am Gesang, unseren Sandro an der Gitarre und unseren Feidi am Schlagzeug. Ah, ja, cool. Also die Standard Partyband-Besetzung und da damit rocken wir ordentlich ab. Wie ist denn das losgegangen mit den Hirschen? Wie lange gibt es denn schon? Gehen wir in die auf die Seite nochmal. Also uns gibt es jetzt eigentlich schon ein wenig länger. Es ist jetzt so, dass wir ganz früher, da haben wir noch angefangen, das war so eine kleine Freizeitband war das. Und da haben wir noch Limit noch geheißen und da haben wir 5, 6 mit gespielt. Das war eigentlich wirklich nur so eine Freizeitbeschäftigung. Dann haben wir einen Flo mal kennengelernt, auf einem Forschungsball. Das war eine arschige Angelegenheit. Oh, von dir oder vom Flo? Das bleibt ein Betriebsgeheimnis. Es war eine Angelegenheit, einfach eine arschige. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, könnten wir mal ein wenig zusammen spielen lassen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, eigentlich könnten wir das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, mit No Limit, das ist jetzt eigentlich nicht mehr zeitgemäß und vor allem, ich meine, alles ein neues Image. So rein so. Schön. Aber ich glaube, wir machen jetzt ein ganz neues Image und ein neues Jahr, dann haben wir uns zusammengesessen und dann haben wir gesagt, weißt du was, und jetzt machen wir ein ganz neues Konzept. Und dann haben wir gesagt, die Hirschen, dann übergebe ich jetzt mal an die. Kannst du weitermachen? Ganz lustig, war Grillfeier, wie soll es anders sein? Wir sind bei einem angesessen, haben wir gesagt, hey, machen wir mal ein bisschen aus dem Freizeitmäßigen aussehen, wir wollen ein bisschen Auftritte machen, wir wollen auf der Bühne sein. Bauen wir das Konzept um, wie es der Flo gerade gesagt hat. Da haben wir die Findungsphase gehabt auf der Grillfeier und mit jedem Bier, was man kriegt, hat man so ein paar Bier braucht, oder? Die Ideen sind immer besser geworden. Wir sind auf den Namen die Hirschen gekommen, wir sind auf Bühnengarderobe gekommen. Wir haben uns entwickelt, was für Richtung das wir machen wollen. Wollen wir Bier ernst sein als Partyband oder wollen wir also Gala-Veranstaltungen spielen? Und da war uns ganz schnell klar, nein, das wollen wir nicht. Für das sind wir nicht geschickt. Wir wollen uns nicht verstehen. Und haben wir dadurch einen wahnsinnigen Anklang bei den Leuten erfahren. Und man muss sagen, 2018 sind wir gegründet worden mit den Hirschen. Und waren wir dann ziemlich schnell ausbucht. Auch teilweise auf 2 Jahre. Dann ist Corona gekommen. Hat uns Luft aus den Segeln genommen, ganz klar, wie in jedem anderen auch. Ist aber dann seit letztes Jahr, sind wir wieder voll da, können wir sagen, ohne Einbuße. Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor wir jetzt den ersten sprechen. Wie hat sich denn diese Zweierbesetzung dann außerkristallisiert? Ja, das war eigentlich alles, eigentlich auch in der ganzen Corona-Zeit. Also wir haben, weil wenn wir Hochzeiten spielen, machen wir einen Sektempfang, da ist dann meistens gut Geld nachher. Nein, aber einen Sektempfang haben wir auch schon mal zweites gespielt und alles. Haben gedacht, was bloß, jetzt kann man da auch vielleicht auch in der ganzen Corona-Zeit, die ganze Biergartenzeit ist und das ist alles gekommen. Und man sagt, weißt du was, das probieren wir jetzt mal aus. Und haben dann auch Veranfragen gekommen, weil sie dann gesagt haben, ja, weißt du was, jetzt haben wir Biergarten da, mit sind ein wenig halt spielen. Und man sagt, das tun wir und dann ist es jetzt angekommen und seitdem läuft das ja. Und ich glaube, das klingt auch super. Jetzt, Flo, jetzt ist der letzten zwei Gurken noch, ist das auch noch gekommen? Ist noch. Und dann, glaube ich, spielen wir mal, oder? Nicht auch sagen, aus unserer Zeit, weil unser Flo ist ja ein bisschen jünger. Wir haben mal Alter ungefähr. Wir haben das Alter. Wir gehen mal von den Schürzenjäger Backer, glaube ich. Ja, genau. Kennst du die Sachen schon noch? Ja, wir schon noch. Oder noch 5 Stunden brauchen, aber geht schon. Die wollen ja einen beibringen müssen. Ja, das ist super. Na, packen wir die Berge. Wir sind raus, schön. Oder? Freu mich schon. Eins, zwei, eins. Die Berge, die sind mein Zuhause, es ist wirklich wunderschön. Mein Schatz, die Berge musst du sehen, es macht für uns nicht schön.
bei uns daheim. Geklärt, wo wir uns jetzt heute befinden und wo die Hirschen daheim sind. An was du es denkst, geil, da sieht man, dass du unterfordert bist. Da habe ich Zeit, was habe ich heute nicht einkaufen. Was habe ich heute vergessen? Und unter anderem müssen wir das aufbauen. Ja, da. Wo sind wir denn? Du, heute sind wir im schönen Haselbach, im Landkreis Straubing-Bohm. Ja, was, mehr sage ich nicht. Haselbach sind wir. Haselbach. Bist du auch ein Haselbäcker? Nein, ich bin ein Mütterfelser. Ah ja, aber ganz in der Nähe. Vorderer Bayerischer Wald, und das ist wichtig. Also wir dürfen uns offiziell zu den Weichler zeigen. Ach so. Ja. Du sagst jetzt offiziell zu den Weichler zeigen, fühlst du dich auch als Weichler? Ja. Schon, oder? Definitiv. Ja. Deswegen, ja, das betonen wir. Ja. Wir sind ein Weichler. Schon, okay. Der Schlag ist einfach anders. Und die anderen Bandmitglieder, haben die auch direkt aus Haselbach oder ein bisschen Weiderfurt? Nein, die haben Weiderfurt, unsere anderen Bandmitglieder. Der nächste ist in Schwarzach. Das ist unser Schlagzeuger. Mhm. Unser Lisa, unsere Sängerin, die ist aus Deggendorf, also direkt Zentrum Deggendorf. Mhm. Und unser Gitarrero, der ist aus Pullman City. Der ist im Saloon. Und der Cowboy hat auch da. Samstag kommt er auch mit seiner Kutsche. Und dann geht's ab. Ja, das ist sich gut, das weiß nicht. Nein, der kommt tatsächlich aus der Gegend um da, Pullman City. Da, genau. Da. Ja, schön, jetzt hätten wir das auch geklärt. Das ist schon noch wichtig, weil viele Zuschauer, die denken sich, oh, wo sind denn dann die hier überhaupt? Gell? Und jetzt ja, haben wir es ausgemacht natürlich. Ja, jetzt einmal ein bisschen weg von der Musik. Wenn es da seid, ihr seid so Weitler. Hat man da sonst außerhalb der Musik auch noch irgendwelche Hobbys? Oder ist nur das Musik spielen, das wusste ich vielleicht? Also bei mir ist es tatsächlich so, bei mir ist es eigentlich wirklich nur das Musik spielen, weil ich bin in anderen Formationen auch noch unterwegs. Ja, ja, also erzähl. Blechmusik quasi. Aha, ich bin bei den Beitelberger Buben bin ich noch unterwegs. Aha. Ja, und so, da komme ich eigentlich ganz gut um. Aha. Aber so ein direkt anderes Hobby, außer aha, vielleicht mit den Frauen noch irgendwie. Sonst eigentlich nichts. Ah, also, ja, hobbymäßig. Hobbymäßig nur, nicht beruflich. Also im Amateurstatus. Amateur. Also spricht da der Profi. Du, ich bin ausgelastet. In der Playmusik spielst du steirische Trompeten? Nein, da spiele ich Trompeten. Ah ja, das auch. Genau. Mhm. Ah, super. Also doch vielseitig an die Instrumente.
Früh, aber nicht gescheit. Das stimmt jetzt immer überhaupt nicht. Und Flo, bei dir? Entschuldigung. Bei den Essigurken waren wir vorher bei den Hobbys. Kannst du mir ernst bleiben bei deinem Interview, das gibt's ja nicht. Also, schneiden wir alles weg. Genau. Nein, tun wir nicht. Bei den Hobbys waren wir. Hobbys, ja, Hobby. Hobby sogar wirklich viel. Also ich bin wirklich vielseitig interessiert. Aber leider für wenig Zeit. Also meine große Leidenschaft ist die Jagd. Ganz klar. Ja, da sieht man eh was, oder? Ist diese Beute drin? Ja, ein bisschen, glaube ich, sieht man schon. Da ist er. Da ist er. Der ist es. Nein, die große Leidenschaft ist die Jagd. Nebenbei gehe ich noch gern tauchen und reise ziemlich früh. Aber wie gesagt, das ist zeitlich natürlich schwierig. Tauchen im Straubinger Freibad oder? Ja, im Tagerweil. Nein, wirklich. Meine Urlaube richten sich ein bisschen nach dem Tauchen. Ja, genau. Bin da auch schon ziemlich gut umeinander gekommen. Braucht man da eine große Ausbildung, einen Schein wahrscheinlich? Oder du brauchst eine Grundzertifikation, ja. Und dann kannst du natürlich peu à peu weitermachen. Je nachdem, wie intensiv das was du betreiben willst. Und ja, bin da gut dabei gewesen, bis vor kurzem. Aber jetzt leider, aktuell haben wir halt so viel unterwegs, dass die Reise jetzt erstmal. Ja, das kommt auch wieder. Kommt auch wieder. Okay. Im Winter. Genau so ist. Ja. Musikalisch kann man schon noch mehr tun, oder? Meinst du Bartmann? Ja, ich glaube, einer geht da weiter. Da haben wir dabei, wo der Wildbach durchs Höschen raus. Den kann man noch machen. Oh, yeah, yeah. Den kann man noch machen. Ja, wo ist er? Das kannst du jetzt sehen, das ist oder bringen wir zuerst einmal. Ja, einmal. Vor dem Schnickel, nach dem Schnickel. Genau. Ohne Schnucki kein Mucki, sagen wir mal. Prost. Prost, genau. An alle da draußen. Prost. Gutes Bier heute. Ha, kannst du dir vorstellen. Ja, Bartmann, ja, Bralle. Ein Wildbach. Wo haben wir? Ah, ich bin Elf, du. Wie immer. Ja. Wenn ich nichts sage, ist Elf. Das ist ja. Ja, also weit. Ja, passt, Thomas. Ja. 1, 2. Weiter im Fastnacht. Mein Herz ist so ideal.
immer wieder schön. Die läuft immer wieder. Nein, mir gefällt es immer wieder. Du hast einfach gut gehabt, sonst ist der Schwung oder was? Ist ein guter Lunderbier, gell? Gibt es jetzt besser so? Dann bin ich zufrieden. Und dann muss ich, die gehört dazu. Da fällt mir ja noch was ein. Ja? Ich wollte für uns da was auf Zeiten gelegt. Ist der sehr ruhig weiter und unterhalten? Ja. Ich habe da noch was. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was ich da bin jetzt auch gespannt. Wir sollen uns weiter unterhalten, gell? Kommt der schon wieder? Flo! Wir sind ja hier, es geht raus. Nein, wir unterhalten uns weiter, weil er es sowieso geschafft hat. Und zwar wollte ich fragen, der Flo hat es davor schon anklingen lassen. Für Galaabende Satz ist nichts, hat er gesagt. Aber was ist denn da die Art von Veranstaltung, wo ist daheim Satz? Hochzeiten habe ich schon gehört, wenn ich so nur Hochzeiten. Nein, Hochzeiten, jetzt nicht nur, also wir sind auch viel im Bierzelter unterwegs. Ja. Also wirklich viel Fahnenwein und alles. Das ist Rocky Wild, das beschreibt es eigentlich wirklich ganz gut. Polnisch, Rocky Wild. Genau, das ist unser Slogan und das ist unser Motto. Und genauso ist es ist wurscht, ob das eine Hochzeit ist oder ob das ein Fahnenwein ist, oder ein Bierzelt oder das ist wurscht. Bei uns ist es eigentlich immer ein Gaudi und da geht es immer gescheit ab. Also überall, da wo das Motto reinpasst, Polnisch, Rocky Wild, da warten die Hirschen genau das Richtige dafür. Genau, und finden tut man bestimmt eh überall. www.die-hirschen.de. Gut. Facebook, Instagram. Schau hier, jetzt ist es froh. Alle. Jetzt musst du einen anderen holen. Ja, das ist gut. Ich glaube, mit dir da mal wirklich nur schneiden, oder? Nein, dann, gut, hätten wir das geklärt. Überall da, wo Borisch, Rocky Wild gewollt ist, sind die Hirschen das Richtige. Und dann, was mich auch noch interessiert hat, es seid ihr doch jetzt ziemlich viel unterwegs. Ja. Das kostet Zeit. Was ist denn das Besondere am Musi-Spielen, dass du doch immer wieder aufraffen kannst und sagen, hey, ich mache das, ich stelle mich Samstag da auf die Bühne und gebe da mein Bestes und muss schwitzen und engagiere mich für das. Was ist das, was dich da antreibt, Flo? Einmal ist hart. Ja. Also gerade wenn du mehrere Tage hintereinander spielst und wenig geschlafen hast, ja. Dann fällt es dir oft schwer und du denkst dir in der Früh beim Zähneputzen, warum tue ich mir das so? Warum tue ich mir das so? Ich bin doch zu alt für den Scheiß. Aber spätestens dann, wenn der Musikerbus einer fährt und dich abholt, ja. Und du steigst ein und der Erste sitzt schon wieder drin, alle, geht mir schnell. Ja. Dann weißt du, okay, du bist nicht allein. Ja. Dann fährst du an den Tankstelle hin, ja. Kaufst dir was zum Trinken oder einfach machst irgendwas. Und dann merkst du, okay, und jetzt fällt es wieder. Die Phase geht vorbei. Und wenn dann die ersten lustigen Leute kommen, von den Gästen her, dann ist es meistens vergessen. Und dann ziehst du durch und denkst, ich mag nichts anderes mehr machen. Also zum einen das Gemeinschaftsgefühl, weil du sagst, wenn du miteinander da hinfährst, und zum anderen das, was du auch gesagt hast, von den Gästen, die bauen dich auf. Das ist ein ganzer, ja, genau so geht es mir auch. Und ja, glaub, definitiv. Mehr kann man es nicht machen. Naja, also ich darf vorschlagen, das Schnapser, das trinken wir hinten nachher, weil ich weiß nicht, ob aus dem überhaupt was rausgeht. jetzt darf ich zuerst einmal meine Verabschiedung da halten und dann gehen wir den gemütlichen Teil über. Also, von meiner Seite nochmal ein ganz herzlicher Dank an Flo und an Flo von die Hirschen. Schön, dass die Gaudi mitgemacht habt und dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir so ein Video aufzunehmen. Schaut vorbei unbedingt auf der Homepage von die Hirschen, auf der Facebook-Seite und so weiter. Lasst da auch, gefällt mir da und möchte gleich vielleicht auch sagen, bei mir war es auch nicht schlecht, wenn ihr in die Videos unbedingt ein Like da lasst und auf Abonnieren klickt. Ganz wichtig, so kommen die Videos aus in die große, weite Welt. Ja, dann Dankeschön, habe ich schon gesagt. Dann bleibt mir nicht mehr zum Sagen als alle Leute da draußen. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald im Wald.